Reise durch ein Land, dem es gut geht. Ein Land, dessen Bewohnerinnen und Bewohner allen Grund zum Lachen haben. Sie verdienen gut, sind sozial abgesichert, bilden und vergnügen sich. Nirgendwo ist die Dichte von Kleintheatern so hoch wie in der Schweiz. Erste Station auf dieser Reise durch das große Land der Kleinkunst, Basel. In einer Gasse am Schwalenberg verbirgt sich eine der ältesten Kleinkunstbühnen der Schweiz. Das Theater Fauteuil, das dieses Jahr sein 60-jähriges Bestehen feiert. Und hier tritt heute einer auf, der das Land fast ebenso lange schon zum Lachen bringt. Er ist eine Marke. Ja, ja. Weißt? Er in seiner Art ist eine Persönlichkeit. Und das ist das, wieso es so gut ankommt. Wie akzeptiert ihn? Du hast eben gesagt, Marke. Ich finde, das ist gut. Sein Charakter haben wir eigentlich so gern, weil er uns wie ein Spiegel vorhat. Frühjahr 2017. Fast 50 Mal steigt Kabarettist Emil Steinberger, 84, von der Garderobe runter auf die Hinterbühne. Stets an Steinbergers Seite. Ehefrau Nietzsche. Unermüdlich ist das Paar in den letzten Monaten von Bühne zu Bühne gezogen, durch die Schweiz und Deutschland. Und auch hier im Fauteuil begeistert Emil vor vollen Rängen mit seinen Klassikern. Marie, komm mal ans Fenster. Nach der Tunde der Bucher kommt heim. Er sieht auch schlecht aus. Schau mal, wie er läuft. Ja, der kommt auch nicht mehr zu Weg. Wahrscheinlich ist er wieder auf die Zurzach runter, um zu baden. Grüezi, Herr Bucher. Ja, immer gesund und busper. Ich finde es einfach spannend, dass ich nie mehr auf die Bühne wollte. Und wieder da bin, 87 bin ich abgekuscht und habe nicht mehr wollen. Und bin einfach wieder reingeschöpft worden. Und im 80. habe ich einfach ein Programm gemacht im KKL. Und da denkt man, ja, ich mache das. Und nachher kommt plötzlich die Idee, ja, könntest du eigentlich aus dem ein kleines Programm machen. So alte Nummern und neue ein bisschen mischen. Und schon saust es wieder ab und es ist verrückt. Und man weiß gar nicht mehr, wo man spielen soll, von lauter Anfragen und so weiter. Ja. Emil Steinbergers Comeback führt ihn in Basel in ein Kleintheater, mit dessen Gründer er seit Jahrzehnten freundschaftlich verbunden ist. Roland Rasser. Bereits Anfang der 1950er Jahre trat Rasser selbst als Kabarettist auf. Mit seiner Gruppe Gigamphi, in verschiedenen Lokalen und vor allem in Restaurants. Ein fester, für Kleinformationen geeigneter Theatersaal fehlte damals in Basel. Wir wollten dort Cabaret machen, wir wollten Theater spielen, ich wollte französische Chansons nach Basel holen. Ich habe komischerweise den Gedanken, mit Geld hat man da gar nicht groß gehabt. Als wir das Cabaret gegründet haben, haben wir null Stütz gehabt. Und jeder musste 5 Franken pro Monat in die Cabaretkasse zahlen, damit wir ein paar Briefe haben können verschicken können, um Werbung zu machen, ob wir nicht mehr auftreten könnten. 1957 ergibt sich die Chance, in einem ausgebrannten Keller, in dem früher Pneus gelagert wurden, ein Kleintheater einzurichten. Die Kosten für den Umbau stottert Rasser innerhalb von 10 Jahren ab. Über die Eröffnung des Fauteuils berichtet die Filmwochenschau.
Stühle mitbringen, hieß es in der Einladung zur Premiere eines neuen Basler Kellertheaters. Und wie erwartet, auf eine witzige Einladung sind die Basler, die witzige Antwort, nicht schuldig geblieben. Fauteuil, das ist das Aushängeschild und der Name des jüngsten Basler Kabaretts, wo die Besucher sich den Sitzkomfort nach eigenen Wünschen zurechtgestellt haben. Während zwei Monaten haben wir selber gespielt mit dem Cabaret Guillaume. Das Programm heisst «Psst, weitersagen». Und in dieser Zeit habe ich gemerkt, eigentlich könnte man ja auch andere Sachen machen. Und bin per Zufall auf den Hans-Dieter Hüsch in Mainz gestoßen. Und der ist dann praktisch als erstes Gastspiel, das er auch in der Schweiz gemacht hat, hier nach Basel gekommen. Und hat grossen Erfolg gehabt, obwohl man dort sehr misstrauisch war. Deutsch war immer noch ein Spruch, wo man den Zweiten Weltkrieg ein bisschen in den Ohren hatte. Aber der Hüsch mit seinen literarischen Sachen ist ganz gross angekommen. Freunde, noch sind wir wenige, doch täglich werden es mehr. Wir sind weder Playboys noch Könige und wir haben kein grausames Heer. Wir sind auf dem Marsch für eine bessere Welt. Für eine glücklichere Zeit sind wir auf dem Marsch. Auf dem Marsch der Minderheit. Auf dem Marsch der Minderheit. Auf dem Marsch der Minderheit. Auch der Reinhard May ist zum ersten Mal durch das Fauteuil-Theater in die Schweiz gekommen. Georg Kreisler, alles so berühmte Namen, Sami Molcho, Karl Dall, Insterburg, die sind alle durch das Fauteuil-Theater, haben die eigentlich zum ersten Mal Kontakt zur Schweiz gekriegt. Und auf das bin ich jetzt eigentlich noch ein bisschen stolz, wenn ich das erzählen darf. Ja, da ist noch einmal der Kiosk vom Meisenweg. Ich habe ja vorhin angerufen mit diesen süßen Sachen. Ab den 1960er Jahren steht auch Kabarettist Emil Steinberger auf der Bühne. Nach Ensembleauftritten hier mit seiner Soloproduktion Geschichten, die das Leben schrieb. Ich vergesse noch immer den Namen, wissen Sie. Ja, es ist eine Zeitung, wissen Sie, die für die Frauen vor allem. Ja, es ist schon eine Schönheitszeitung. Ja, für die Frauen, ja. Wie heißt sie? Ah, der Spiegel muss ich haben, ja. Luzern. Emil Steinbergers Heimatstadt und beliebte Bilderbuchkulisse touristischen Treibens. An Bühnen für Kleinkünstler mangelt es jedoch in den 1960er Jahren. Die Auftrittsmöglichkeiten beschränken sich auf Pfarrei- und Hotelsäle. Steinberger träumt von einer Bühne nach dem Basler Vorbild, als Ergänzung zum Stadttheater, das Schauspiel, Oper und Ballett bietet. Ich habe das Foto immer bewundert, wo ich noch kein Theater hatte. Und wo ich den Gedanken hatte und wo ich die Chance gesehen habe, mit dem Telecafé das zu machen, da habe ich halt gleich mal dem Herr Rasser angerufen, Herr Roland Rasser, und habe gesagt, ja, ich bin Steinberger Emil von Luzern und ich hätte da die Möglichkeit, das Theater aufzumachen. Was meinen Sie denn? Ja, nur, ja, ich glaube, ich will es nicht mehr machen, hat er mir gesagt. Und dann kommt das Telefon auf, durch Emil Steinberger, Luzern, ich möchte gerne ein Kleintheater eröffnen. Luzern, Emil Steinberger. Und dann ist mir das natürlich rausgerutscht. Der Hintergrund: Roland Rasser befindet sich in einer persönlichen Krise. Ein einmonatiges Gastspiel mit seinem Ensemble in Berlin wird zum Flop. Und auch zu Hause im Fauteuil haben andere Kabarettgruppen wenig Erfolg. Emil Steinberger lässt sich von Rassers Reaktion jedoch nicht entmutigen und eröffnet 1967 zusammen mit seiner damaligen Frau Meier das Kleintheater. Luzerns Kleintheaterfreunde werden sich die Bushaltestelle Bundesplatz einprägen müssen. Im sogenannten Telecafé, wo bisher Television auf eine Riesenwand projiziert wurde, sollen von nun an Meister der Kleinkunst auf die Bretter steigen. Pantomime, Jazzkonzert, Puppentheater, Kabarett. Das sind die Schwerpunkte, die dem neuen Kleintheater im alten Telecafé das Gesicht geben werden. Wir möchten
nebeneinander machen. Peter, wo bist du? Gestern Nachmittag trug man noch Stühle herum, schlug Nägel ein, rückte Vorhänge zurecht, übte Texte, bis der Umbau vom Saal zum Theater vollzogen war. Geschäftsleiter ist der Luzerner Grafiker und Kabarettist Emil Steinberger, der hofft, mit mimischen Darbietungen Ränge und Kassen eher füllen zu können als mit televisionären. Für mich war das schon lange im Bauch unten gespeichert, weil ich gesehen habe, was man in Zürich alles schauen kann und was wir Luzerner nicht haben. Und dann habe ich mal gesehen, dass der CS Kaiser, der ist mit der Margrit Löbli, und die haben hier im Flora unten in einem Säle Scheinwerfer an die Decke aufgenagelt und so. Und ich dachte, das ist einfach traurig, dass wir in Luzern nichts so haben für all die Künstler, die man sollte gesehen haben. Und das ist schon lange. Ich bin alle Häuser abklopfen, schauen, haben sie einen Keller, haben sie einen schönen Keller in ihrem Haus. Oder überall anklopfen. Und bis dann das Delicafé eigentlich auf meiner Hand gelegen ist. Ja. Der letzte der 200 Plätze war besetzt, als gestern Abend die erste Saison eröffnet wurde. Wer über Verständnis und das nötige Kleingeld verfügte, beteiligte sich ad hoc am finanziellen Aufwand und hatte überdies die Chance, als Gönner zu gelten. 3 Meter. Wie? 3 Meter. 3 Meter. Nochmal. 5 Meter. Zehnder. Von Rickenbach, Schweiz, kauft 3 Meter Vorhangstoff zu Luzern. So ohne Geld anzufangen, bitte. Schon kein Stinkfrech gsi. Ich habe einfach eine Zeitung gemacht in allen Haushaltungen von Luzern und habe einen Einzahlungsschein dazu getan und habe geschrieben, wenn sie mit einem Schmunzeln einfach so ja sagen, ja, ja, ist eine Idee, tun sie doch die 3 Franken, die eingedruckt sind, einzahlen. Wenn sie sagen, mal, das würde ich gerne unterstützen, dann machen sie vor das 13, vor das 3 nur ein 1, dann gibt es 13 Franken. Und wenn sie ganz begeistert sind und überzeugt sind, dass das gut ist, dann machen sie vor das 13 noch ein 100, also 113. Und so habe ich 39'000 Franken eingesammelt und konnte erstens mal die Zeitung zahlen und zweitens die ersten Anschaffungen, eine Bühne zimmern, einen Vorhang kaufen und so weiter. Halleluja, 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 Halleluja. Luzern ist in den 1960er Jahren kulturell primär auf die klassische Musik abonniert. Alljährlich stimmt die Stadt jeweils im Sommer den Lobgesang der internationalen Musikfestwochen an. Hier trifft sich, wer Rang und Namen und selbstverständlich das notwendige Kleingeld aufzuweisen hat. Die Luzerner Festwochen reihen sich heute gleichwertig an die großen Schwestern Salzburg und Bayreuth an, obschon sie nicht aus einer ähnlichen Tradition hervorgegangen sind. Die meisten Konzerte sind schon Monate vor Beginn der Festwochen ausverkauft. Dies ist vor allem dadurch zu erklären, dass Luzern heute ein alljährlich wiederkehrendes Stammpublikum hat. Ja, das hat man natürlich gewaltig gespürt, dass man überhaupt kein Interesse hat für weitere kulturelle Etablissements oder so, überhaupt nicht. Denn Musikfestwoche, das war einfach das Nummer 1 gewesen. Und das hat man durchgezogen mit allen Konsequenzen, die es gegeben hat. Und alles, was nebendran war. Darum, ich glaube, es ist bei uns etwa 5 Jahre gegangen, dass die Stadt einmal einen Betrag von 1'000 Franken überliefert hat. Nicht wahr? Und das war schon hart gewesen, dass man eigentlich nicht als solches öffentlich wahrgenommen wird. Zur Eröffnung seines Kleintheaters engagiert Emil Steinberger den Kabarettisten Alfred Rasser. Dieser übte bereits nach dem Zweiten Weltkrieg mit seiner liebenswert subversiven Figur H.D. Lapli Systemkritik und wurde landesweit populär. Ähnlich kritische Töne schlägt Rasser mit seinem Programm Stieregrinde im Kleintheater an.
Und dann tun wir mutigen Spähen auf fließligen Sohlen und Zehen und öffnen die Briefe, Pakete und lauschen durch Abhörgeräte. Und dann geht es los auf die Prokommunisten, die Intellektuellen, die Separatisten, die Kriegsdienstverweigerer, die Pfarrer der Linken, die Brüder, die Ammen am Ostermarsch hinken, die Römerker Fetze, für dich sitzt die Lanze, doch das ist uns wurscht und sind wir blind. Wir hängen der Zeit, unsere Stiere grind, mir Öl ist kein Ruhe. Und Beispiel geht's genug. Es lebe hoch unser Bundesrat, der so viel, zu viel Courage hat. Auftritte Alfred Rassers auf Schweizer Kleinkunstbühnen waren jahrelang keine Selbstverständlichkeit mehr, nachdem er eine folgenschwere Reise unternommen hatte. Sohn Roland erinnert sich. Mein Papa ist 1954 in China gesehen, ist dort eingeladen worden von der Gesellschaft Schweiz-Sowjetunion. Und als er zurückgekommen ist, ist er total boykottiert worden. Hat also niemand mehr können auftreten. Das ist natürlich finanziell ganz mies gegangen, nicht? Also der ganze Familie, nicht? Sie haben aber wirklich am Hunger durchgeknackt, kann man sagen, nicht? An der Fasnacht hat es ein ganzes Zeug gegeben, der Läppli in China und so. Und das ist halt, der Läppli war so eine populäre Figur gewesen. Also das Volk hat ihn eigentlich immer geliebt, nicht? Nur eben die Offiziersgesellschaft hat ihn schwer bekämpft. Soldat Läppli! Bei mir pfifft ein anderer Wind! Befehlerleutnant, der Nachtwind! Ruhig! Sie kennen mich noch nicht, aber Sie werden mich noch kennenlernen! Also, Achtung! Dit! Ruhig! Schauen Sie mal an! Wo haben Sie denn Ihre Matronentasche? Sie können sich nicht mal richtig anlegen, Sie Trampeltier! Wo haben Sie die Patronen? Das ist das Kapfer, die nach Hause. Die Kaffee nicht. Und ja, da hinten ist sie. Wo ist denn die ganze Zeit? Hätte man Sozialdemokraten annehmen. Achtung! Gegen die Kinoerfolge war auch die Offiziersgesellschaft machtlos. Und so fand Alfred Rasser wie Alleinwand zurück auf die Bühne. Verwärts, marsch, Richtung rechts! Ce sont un brimet sur ma joue. À cela, il n'y a pas de faute. Jahrmarktstimmung auf der Piazza des Kultur- und Kongresszentrums Thun. Alljährlich im Frühjahr trifft man sich hier zur Schweizer Kleinkunstbörse. Ein Klassentreffen der Bühnenschaffenden sowie der Leiterinnen und Leiter von Kleinkunstbühnen. Mitten unter ihnen das Team des Kleintheaters Luzern um Sonja Eisel und Judith Rohrbach. Hier an der Kleinkunstbörse informieren sich die beiden Frauen über das aktuelle Schaffen der Branche. Seit anderthalb Jahren sind sie gemeinsam für das Programm des Kleintheaters zuständig. Ich finde es nicht so begeistert, muss ich sagen. Ich finde, es ist einfach wie, für mich wie nicht zusammengekommen. Ja, ja, also, genau. Sie sind, wie so das Einzelne ist gut gewesen, musikalisch, ja. Aber irgendwie als Gesamt habe ich es nicht verstanden. Ja, finde ich auch. Im Untergeschoss des Kultur- und Kongresszentrums werben all jene für sich am Verkaufsstand, die auf der Bühne etwas, was es auch immer sei, zu bieten haben. Stecken wir gerade fest. Ah, nein, weißt du, wegen der Bingo-Show, genau, da wollte ich fragen. Wie ist es mit den Preisen? Müssen wir da etwas organisieren oder machen Sie das alles? Hier trifft man sich mit Künstlern, tauscht sich mit anderen Kleintheaterbetreibern aus, bespricht sich mit Agenten und bucht für die nächste Saison. Weil wir wollen ihn mega gerne haben. Also für uns ist es, Nein, der Michel ist dann nicht da. Ah, schade. Für ihn geht es nicht. Okay. Ich finde, jedes Mal, wenn man schon nur jemanden an der Börse neu entdeckt, ist das eigentlich schon die ganze Börse weg. Ja, und wir können auch bei unserem Publikum mit dem werben und punkten. Wenn wir eben das so ein bisschen rausheben, ja. Das ist jetzt unsere Neuentdeckung von der diesjährigen Börse. Ja. Das ist dann so ein bisschen ein Gütesiegel für das Programm. Ja, und das, was ich auch sehr interessant finde, man bekommt ja hier auch gerade, eben weil es ein gemischtes Publikum ist. Es sind nicht nur Veranstalter hier, sondern auch normales Publikum. Mhm. Und dann erlebt man halt auch gerade, wie das funktioniert, eins zu eins, ob die Künstler gut ankommen.
Und das ist natürlich für uns schon eine Luxussituation. Bereits morgens um 10 füllt sich der große Saal, der 800 Plätze umfasst. Während dreier Tage zeigen rund 50 Künstlerinnen und Künstler aus dem In- und Ausland Ausschnitte aus ihren Programmen. Der Bühnenmarathon, der zum Teil bis Mitternacht dauert, bietet für jeden Geschmack das Passende. Ich möchte so gern zur Oper gehen, im hellen Rampenlicht neben Placido stehen. Ich sing so wunderbar, obwohl ich nie im Kreuzchor war. Doch jeder Intendant sagt unser Mann, sie lispeln ja so sonderbar. Apropos Ausbrechen aus dem Alltag. Vorletzt bin ich ins Migros, bin direkt an die Kasse, habe den Trennstab auf die Förderbank gelegt, weil ich den Trennstab kaufen wollte. Die Verkäuferin hat den Trennstab auf die Seite getan. Ich habe ihn wieder hergetan. Sie tut ihn auf die Seite. Er ist der kurzwilligste Morgen in meinem Alltag geworden. Merci vielmals. Doch was zieht beim Publikum tatsächlich? 20 Jahre Erfahrung in dieser Frage hat Marian von Almen. 1977 übernimmt sie die Führung des Kleintheaters von Emil Steinberger, der ihr zu Beginn noch über die Schulter schaut. Gottlob hat er reingeschaut. Also ich bin ja gerade ein paar Mal auf die Schnauze gefallen, was ich denn engagiert habe. Ein Bezug, wo fühlst du? Ich weiß noch, die Opera Factory Sydney. Wunderbare Performance, wunderbare Oper. Und auch sehr billig für 30 Mitwirkende damals. Aber ich habe gesagt, da kommen etwa 30 Leute, das können wir nicht machen. Ja, und später haben wir das doch durchgezogen. Immerhin, die Halbnackten der Opera Factory auf der Kleintheaterbühne 1981 waren der Tagesschau des Schweizer Fernsehens einen Beitrag wert. Ich bin auch auf die Schnauze gefallen. Ein Dudelsackkonzert organisiert, das niemanden interessierte. Aber ja, man muss das eben lernen. Aber das war Learning by Doing. Doch warum denn das auf dem Klavier statt auf Papier? Liedervorträge, Musikperformances und Konzerte. Schattentheater, klassisches Kabarett und Lesungen. Ich zahl, was ich trink. Akrobatik, Clowneskes und Pantomime. Die Bandbreite von Künstlern, die über die Bühne balancierten, war groß. All ihre Namen sind seit der Gründung 1967 bis heute auf der Rückwand des Zuschauerraums aufgeführt. Unter ihnen zahlreiche national und international bekannte Bühnen- und Filmschaffende. Um die Arbeitsbelastung zu teilen, holt Marian von Almen als Co-Leiterin Heidi Fockinger ins Haus. Bei ihnen als Nachfolgerinnen wussten Emil und Maya Steinberger das Kleintheater in guten Händen. Wenn man das sagt, mach du weiter, das war mein Prinzip, dann hat man die Leute
weitermachen nach ihrem Gusto, wie sie findet, wie sie es jetzt würden weiterführen. Also ich hatte da nicht nur eine Schuhe drinnen in den Türen und bin immer wieder sagen, hey, jetzt müsst ihr mal und jetzt solltet ihr und so weiter. Überhaupt nicht, sondern da musst du die Leute machen. Und wenn du sie natürlich ausgelesen hast, dann weisst du ja, dass es gute Leute sind. Man hat ihr das Gedanken gut gekannt und so weiter. Das ist also kein so ein wahnsinniges Risiko gewesen. 1978 tauscht Emil für eine Saison die Bühne mit der Manege des Zirkus Knie. Landet mit dem Film Die Schweizer Macher einen Kassenschlager und tourt anschließend mit seinen Kabarettprogrammen erneut durch die Schweiz und Deutschland. Regelmäßig tritt er auch im Kleintheater auf und füllt damit die magere Kasse. Hat irgendwie jemand von Ihnen noch Zündhölzchen, Bränderchen, Petarden oder andere pyrotechnische Anlagen auf sich? Dann kann er diese Sachen jetzt noch straffrei abgeben. Ist das auch nicht der Fall? Gut, können wir das auch abkreuzeln. Die Leute auf dem Balkon oben, ja, würden sie alle miteinander mal ein bisschen hötterlen? Doch, diesen Balkon sollte ich heute noch haben, ja. Yeah. 1982 feiert das Kleintheater sein 15-jähriges Bestehen mit einem Umzug durch die Stadt Luzern. Die Bevölkerung und zahlreiche Kulturschaffende bekunden ihre Verbundenheit mit dem Haus, das aus dem kulturellen Leben Luzerns nicht mehr wegzudenken ist. Trotzdem bleibt die Finanzlage des Kleintheaters permanent angespannt. Wir sparen, die Aufschrift auf dem Umzugswagen mit Jubiläumsgast Emil Steinberger, klingt wie ein Hilferuf. Wir haben ja mehr Billettsteuer abgeliefert, als dass wir städtische Subventionen hatten. Und das geht nicht. Und da hätte Emil nicht können, da hätte er nicht so viel können machen. Das habe ich dann eigentlich aufgedeckt und habe dann einfach die Rechnungen nicht mehr gezahlt. Dann, also wenn ich schon so wenig verdiene, dann tue ich nicht noch nachher, weiss ich, was da mich verschulde. Da habe ich Mieten nicht mehr gezahlt. Habe ich Druckkosten nicht mehr gezahlt von den Bild, gewisse Sachen einfach nicht mehr gezahlt. Mir der Lohn, ich glaube, 2 oder 3 Monate nicht. Und dann habe ich gedacht, nein, das darf nicht sein. Jetzt zahle ich einfach mal schauen, was passiert. Und dann ist es sukzessive ja auch gestiegen. Nach und nach tröpfelt mehr Geld in die Kleintheaterkasse. Zunächst von der Stadt und später vom Kanton. Zum Jubiläumsfest geladen ist auch Kabarettist Franz Hohler, Künstler der ersten Stunde auf der Luzerner Kleintheaterbühne. Seit 50 Jahren reist Franz Hohler durch die Schweiz und tritt mit seinen Programmen Land auf, Land ab auf Kleinkunstbühnen auf. Als ich angefangen habe, gab es noch sehr wenig Kleintheater. Ich habe als damaliger schweizerischer Kabarett eher als ein bisschen bieder empfunden. Und das hat für mich schon damit zu tun gehabt, dass die Welt Ende 50er, Anfang 60er Jahre, wo ich aufgewachsen bin, sehr viel Enge gehabt hat. Und dann sind so die paar Kleintheater auftaucht, wo ich nachher während Jahren immer wieder gegangen bin. Und wo tatsächlich, wenn ich aber dorthin komme, habe ich das Gefühl, ich im nach einer längeren Reise kommen wir wieder heim. Zu Hause zu sein. Dieses Gefühl kennt Hohler auch, wenn er ins aargauische Bremgarten kommt, ins dortige Kellertheater. Dieses schaut wie das Luzerner Kleintheater dieses Jahr auf sein 50-jähriges Bestehen zurück. 1967 wurde es in einer ehemaligen Zehntenscheune mitten in der Bremgartener Altstadt installiert. Heute gibt es x ungenutzte Räume, ungenutzte, oder? Theater in der Hutfabrik oder Turbinentheater oder Theater im Sandkasten oder was weiß ich. Ort, wo früher etwas anderes gemacht worden ist. Fabriken werden noch und noch mit dem Abbau von der Industrie gibt es einen Aufbau von der Kultur.
Für den Theaterbetrieb in Bremgarten sorgt ein junges Team, das vielfältige Aufgaben im Haus wahrnimmt. So auch der Präsident des Theatervereins, der unter anderem am Technikerpult sitzt. Ich habe eine Ausbildung jetzt auch gemacht als Theaterpädagoge und mache hier auch Inszenierungen mit der jungen Bühne jetzt im Keller Theater. Das ist eine von der Eigeninszenierungssparten, die wir haben. Dann als Präsident und im Vorstand, das ist natürlich auch einige Arbeit, die wir hier da machen. Das ist alles ehrenamtlich im Keller Theater. Das ist ein Verein, den ich eigentlich sehr gerne mache. Und ermöglichen, dass es da so ein lebendiges und vielfältiges Haus gibt, wo ganz viele Theaterformen und Leute drin Platz haben und aktiv sind. Bei seinem Spaziergang durch sein Gesamtwerk trifft Franz Holler auf eine seiner legendärsten Figuren. Totenmügeli und Blindeli hat er keins mehr gesehen, sein Leben lang. Aber auch der Schöppeli Munki ist von da an verschwunden gewesen. Es gibt Leute, die sagen, als sie da am Stotzgrotzen ein totes Mügerli mehr das umschirgelt. Kennen mehr als er. Und als Zugabe folgt die rätoromanische Fassung des lautmalerischen Meisterwerks. Sudburzlei, wenn du sollst, sonst du es Chakalaris. Mosch wein euch, was das sehr an Akla se dauas. Enteira l'Enjadina am Schlarinje, Puntraschinje, Samuretzan, Valschada, Perschaman, Scheidel, Ultim, der Lönsch. So, il Mordunzel. Gritz Tscheiwe an jüde Briglu, seint il a Sturba, glüsch trüm. Findale Mission. Merci. Danke vielmals. Wenn ich an das Publikum denke, das aber hier sitzt, dann habe ich das Gefühl, ich lebe in einem sehr lebendigen Land und in einem lustigen Land mit interessierten Leuten und auch mit problembewussten Leuten, die eigentlich nicht im Schweiz-Klischee entspricht vom leicht, von der leicht bornierten und selbstzufriedenen Einwohner. Vielleicht kommen eben die Bornierten und Selbstzufriedenen ein bisschen weniger zu mir. Winterthur. Seit 15 Jahren ist auch diese Stadt für Freunde der Kleinkunst eine Reise wert. Im Jahre 2002 wurde das alte Casino mit dazugehörigem Restaurant zu neuem Leben erweckt. Zuvor diente das Casino als Probebühne und stand zuletzt jahrelang leer. Das war eine Gelegenheit. Eine Gelegenheit, weil ich hier vis-à-vis an dieser Strasse dort gestanden bin und das Haus angeschaut habe. Und wir haben gemerkt, das Haus ist ziemlich schlecht im Zustand. Es gehört der Stadt. Sie wissen nicht recht, was sie machen. Es ist baufällig. Und wir haben gedacht, das wäre doch eine Idee, wenn wir das Theater gründen würden, zusammen mit anderen Künstlerinnen und Künstlern. Und das ist die naive Anfangsidee, die dann konkretisiert worden ist. Bevor sich der Theatersaal wieder füllen sollte, fand ein Vorspiel auf der politischen Bühne statt. Der Winterthurer Gemeinderat bewilligte einen Kredit von 2 Millionen Franken für die Sanierung des Theaters, zwar mit großem Mehr. Am Ende musste jedoch das Volk über das Finanzgesuch der Initianten entscheiden. Der Gemeinderat ist nicht einverstanden, hat das Referendum ergriffen. Wir haben die Abstimmung mit 75% Ja-Stimmen gewonnen, weil alle das eine gute Idee gefunden haben. Da zu Winterthur. Heute würden wir wahrscheinlich mit 98% gewinnen, nehme ich an. An der Spitze der Initianten neben Viktor Jacobo, Mike Müller und Patrick Frey. Drei klingende Namen der Szene, die die Gelder in Winterthur leichter fließen ließen als anderswo. Ja, das hat sicher geholfen, das ist klar. Man kann so ein Projekt besser lancieren mit ein paar bekannten Namen. Ich bin ja nicht allein der Bekannte da, sondern es hat sehr viele bekannte Künstler, die für das Haus stehen. Und das hilft natürlich. Es hilft auch zum Lancieren, das hilft aber auch für Sponsoren gewinnen. Ja, ganz klar. Das Zentrum für Kleinkunst, das von rund 300 Bühnenkünstlern und Sympathisanten als Aktionäre getragen wird, ist in seiner Art einzig in der Schweiz. Neben dem Theater gehört auch ein Restaurant der gehobenen Klasse zum Haus.
Insgesamt sind fast 60 festangestellte Mitarbeitende im Betrieb beschäftigt. Wir haben von Anfang an gewusst, ein Kabarettist an der Kasse, das ist keine gute Idee. Und auch nicht beim Kochen. Also wir haben Gastrospezialisten gehabt, wir haben einen Anwalt gebraucht, wir haben einen Architekt gebraucht, wir haben Treuhänder gebraucht. Ganz unterschiedliche Leute. Und die haben auch zum Gelingen von dem Theater beigetragen, oder? Also man sieht sowieso häufig einfach nur das Theater in diesem Haus. Aber nicht, was wir sonst alles noch haben. Wir haben Lehrlinge, mit dem Lehrling ausbilden in der Küche, mit dem Lehrling ausbilden in der Theatertechnik, mit dem Lehrling ausbilden im Service. Das ist auch das Casino-Theater, das ist ein KMU. Wer statt hinter den Kulissen lieber im Rampenlicht steht, für den veranstaltet das Casino-Theater Winterthur regelmäßig Nachwuchsplattformen. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit einem tosenden Applaus Ihren Gastgeber, Marco Fritschi. Seit mehr als 10 Jahren ist die Bühne bei der Frischlingsparade quasi die freie Wildbahn für Newcomer aus Comedy, Kabarett und Kleinkunst. Mein Kind sagt immer Alter zu mir. Alter, immer die ganze Zeit. Alter, 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 Alter. Der guckt RTL2, um den richtigen Klang rauszukriegen. Alter, 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 du bist so doof. Alter, du bist so spasti. Alter, du bist so behindert. Du bist doof, Spaß. Ich habe einmal zu ihm gesagt, Entschuldigung, ich bin nicht Alter, okay? Ich bin dein Vater. Und dann sagte er, beruhige dich, Dicker. Ha, 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 ha,
Um sich breiter abzustützen, geht das Kleintheater auch Kooperationen mit anderen Veranstaltern ein. So zogen etwa Publikum und Schauspieler für den zweiten Teil eines Theaterstücks nach der Pause vom Kleintheater ins ehemalige städtische Hallenbad um, das als Kulturzentrum Neubad zwischengenutzt wird. Das große Becken als Bühne für das kleine Theater. Es gibt einfach Leute, die überall was Schlechtes suchen müssen. Immer diese Ausländersachen. Überall nur das Schlimmste. Das Schlimmste? Eben nicht. Freu dich doch und denk nicht so viel nach. Kassenschlager und Künstler, die Nischen abdecken. Zum Programmmix des Kleintheaters gehörte in der letzten Spielzeit neben zahlreichen anderen Bühnenschaffenden auch Johnny Byrne. Der Comedian mit Migrationshintergrund scheut sich nicht, Schweizer Kulturgut zu parodieren. Zu den Kleintheaterkünstlerinnen gehörte auch Denise Winch, die im Rahmen einer experimentellen Performance ihre unsanfte Wiedergeburt auf der Bühne inszenierte. Bis heute von ihm keine Spur. Keine Spur. Und schließlich traten auch gestandene Kabarettisten wie Simon Enzler auf die Luzerner Bühne. Enzler, einer, der nicht nur feine Töne anschlägt. Ja, du hure Pflutschkugel, du Elende. Du Verrückte. Du, das Du ist sehr wichtig. Es geht dem Ganzen so eine persönliche Note. Aber so schön, dass die Begrifflichkeiten auch sind. Sie sind tatsächlich nicht geflucht im religiösen Sinne. Ha, sind sie nicht? Ha. Weil so ein Schafsäckel oder irgendein dahergelaufener Dublaff sich ein Verrückter. Das ist allerhöchstens eine Beamtenbeleidigung. Wobei je nach Amt nicht einmal selbst. Dass er sich dereinst in der Garderobe von Emil Steinbergers Kleintheater umziehen würde, dies hätte sich Simon Enzler in seinen Anfängen nie träumen lassen. Idole seien wichtig und würden die Jungen erst auf die Bühne bringen. Ja, Kabarett wird x-fach und alle Jahr oder alle paar Jahre wieder tot geschwätzt oder tot geschrieben. Und gleich gibt es all wieder junge Leute, die sagen, da mache ich, da. Gegenüber jeglichen Konventionen und allen guten Ratschlägen von Verwandten und von weiss nicht was für Berufsberater. Nein, ich gehe den Weg, den freiberuflichen und künstlerischen Weg. Wie oft machst du Mittagsschlaf? Eine, die diesen Weg geht, ist die 24-jährige Hazel Brugger. Was machst du lieber, das Einschlafen oder das Aufwachen? Die Slam-Poetin und Stand-up-Comedian fühlt in ihrer eigenen Talkshow auf der Kleintheaterbühne regelmäßig Prominenten auf den Zahn. Dabei regen auch Publikumsfragen zu flapsigen Antworten an. Möchtest du dir ein paar aussuchen und sie dann vorlesen? Was haltet ihr von Unisex-Toiletten? Sex an der Uni ist geil. Hazel, es ist anders gemeint. Ich gehe eh immer aufs Mannen-WC, wenn die Schlange bei den Frauen zu lang ist. Also es ist kein Problem. Ja, ich gehe aufs Frauen-WC, wenn es Männer... Aber ich glaube, Frauen finden das nicht so lustig, wenn Männer dort auftauchen. Ich glaube, bei dir schon, oder? Also ich meine, bei dir... Ich glaube, so gerade so die 55-plus-jährigen Kulturnudeln, weißt du, so die Frauen mit diesen Thurgauer-Frisuren, ich glaube, die... bei denen... Da darfst du überall reinbrünzeln. Provokation als Programm. Das freche Frage- und Antwortspiel auf der Kleinkunstbühne.
Ein Format mit Zukunft. Ich finde es natürlich sehr toll, dass neue Formen entstanden sind. Weil das Problem der Kleinkunst ist manchmal auch, dass Künstler mit ihrem Publikum älter werden, gemeinsam. Es gibt auch Kabarettisten, die das beklagen. Es ist halt einfach eine Tatsache. Insofern, wenn eine neue Generation kommt, sollen die auch neue Formen erfinden und die bringen wieder neue Leute. Trotz provokativen Sprüchen im Schnellduell, Hazels Show lässt Raum für Tiefgang. Etwa beim Thema Politik. Ich habe dort jetzt einfach den Sexismusvorwurf sehr, sehr komisch gefunden. Bei der Hillary? Ja. Und ich finde, es ist auch ich glaube Problem. Auch nicht, dass es stimmt dort. Es ist auch mit der Scheiß von einem Präsidialsystem, dass man halt zwischen nur zwei Leuten entscheiden kann. Bei uns kann man ein bisschen mehr entscheiden. Ob es immer besser rauskommt, würde ich bezweifeln. Ja, also man kann ja auch sagen, dass man in der Schweiz 7 Leute braucht, um die rhetorische Fähigkeit von einem normalen Menschen abzudecken. Es ist immer ein Problem in der Kleinkunst, die politisch satirisch ist, dass es immer den gleichen Kuchen anschaut, dass man sich in einer Blase bewegt. Das gibt es rechts, aber halt eben auch links. Und ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute heute weniger politisch sind, einfach anders politisch. Und politische Satire findet vielleicht auch auf anderen Kanälen statt. Aber wenn man sich anschaut, wie junge Leute politisch interessiert sind, dann muss man immer ein bisschen aufpassen, dass da die ältere Generation nicht arrogant wirkt, wenn sie sagt, die Jungen sind politisch nicht interessiert. Kabarett, Comedy und Slam-Poetry in allen erdenklichen Formaten, Formen und Farben. Seit Jahren boomen sie auf den Kanälen von Fernsehen und Radio. Hinzu kommen Comedy-Formate, die primär fürs Internet produziert werden. Beispiel Experiment Schneuli mit dem Berner Stand-up-Comedian und Autor Matto Kempf. Hier in der Rolle als kinderloser Besucher einer Kindertagesstätte. Jetzt habe ich noch eine Frage. Ist dein Vater selbstständig erwerbend? Elektronische und digitale Medien. Sind sie zunehmend eine Bedrohung für die Kleinkunst auf der klassischen Theaterbühne? Das Fernsehen ersetzt nicht eine Bühnenshow. Mit allem, was dazugehört. Und so das Fernsehen kann etwas berichten, wie so eine Bühnenshow kann sein kann. Aber sie richtig umsetzen, so wie es dann live ist, wenn man drin hockt, das kann das Fernsehen nicht. Jedes neue Medium, das kommt, wird von wird als Bedrohung angeschaut. Es gibt immer Leute, die das als Bedrohung anschauen. Der Film ist als grosse Bedrohung von der Literatur und vom Theater angeschaut worden, als er aufgekommen ist. Das Fernsehen ist als grosse Bedrohung angeschaut worden, auch wieder vom Theater oder vom Film. Und letztlich hat es sich nie so eingestellt, dass ein neues Medium das andere wirklich verdrängt hat. Also ich bin lieber auf einer Bühne, als dass ich mich um meinen Social-Media-Auftritt kümmere. Ich weiß auch, dass es wichtig ist, einen Social-Media-Auftritt zu haben. Aber das Lustige ist, dass die Leute, die mit mir in Kontakt treten via Social Media, reden eigentlich primär darüber, dass sie mich schon live gesehen haben oder dass sie mich jetzt dann live sehen. Jetzt, so wie ich heute da hocke, ist für mich Kabarett heisst für mich, zu den Leuten gehen und die Leute unterhalten und nicht daheim hocken und in der Kamera schwätzen. Aber wir merken, dass auch bei den Kindern, die noch zu uns in Kindermäli kommen, das ist eigentlich seit Jahr und Tag gleich und sie kommen so gern und wir haben viele Kinder, die so den ersten Zugang zum Theater haben. Ich glaube, das braucht es einfach immer, das Live-Erlebnis. Kommt auch dazu, dass sich die beiden sogar gut ergänzen. Also Social Media zum Beispiel ist eher eine Unterstützung für das, was wir machen. Also das ist eine Plattform, wo die Künstler auch wirklich breit streuen können, wo sie sind, was sie machen. Und das kommt uns eher entgegen. Sogar auch die Fernsehpräsenz von Kleinkünstlern kann Live-Auftritt unterstützen. Die kleine Reise durch das große Land der Kleinkunst endet dort, wo sie begonnen hat. In Basel am Spalenberg. Auch das Fauteuil, eines von rund 400 Kleintheatern in der Schweiz, braucht sich künftig keine Sorgen um mangelndes Publikum zu machen. Schon gar nicht, wenn Kabarett-Altmeister Emil, wie in diesem Frühjahr, angesagt ist.
Fast 50 Mal trat er, der Herrn und Frau Schweizer immer noch trefflich den Spiegel vorhält, im Fauteuil auf, ohne auch nur eine Vorstellung ausfallen zu lassen. Emil voller Energie mit fast 85 Jahren. Ganz zur Freude auch von Theaterdirektor Claude Rasser, der sich ab und zu nach dem Wohlergehen seines Göttis erkundigte. Die Echo, die man so bekommt, die sind natürlich so positiv und gut. Das ist einfach, dann kann man sagen, es ist halt schon Medizin. Und ich glaube, auch für mich ist es Medizin, denn die Leute strahlen alle positive Gedanken aus und ich bin der einzige Empfänger auf der Bühne. Und darum geht es mir vielleicht auch gut. Ich hoffe, dass es so weitergeht. Dann muss irgendwie eine Frau muss noch nicht gemerkt haben, dass sie statt dem Mantel hier den Schipp abgeben. Gehen Sie das gerade nachschauen. Und wenn Sie es merken, können Sie sofort den Schipp bei mir morgen am Morgen im Büro abholen. Ich muss allerdings nur sagen, es tut mir leid, es ist bei gewissen Mänteln. Ist beim Umhängen ins Futter rausgerissen. Ist Geld rausgekommen, habe ich wollen sagen. Ist Geld rausgekommen. Merci vielmals. Also jetzt einfach für die, die das Gefühl hatten, ich komme noch mal auf die Bühne raus wegen einer Zugabe. Ha. Mach ich nicht, gell? Dammt die hure Selmode mit dieser Zugabe. Ja, ist ja wahr. Ich weiß nicht, welcher Klon das mit dem angefangen hat. Irgendein Klon wäre es gesehen. Typisch Klon. Gell, da der ganze Abend neben das Ding, gell, dem Verbeugen, Aufrufen, Hände in Säckle, Verbeugen, 15, 20 Mal, gell, die eitle Huren Pfauen, die.